Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie versprochen zeige ich euch ein zweites Craft-Update und das zweite Mini-Album, was ich mit dem Buchbinderring gemacht habe. Ich würde euch jetzt auch gerne das Deckblatt von dem Block zeigen, aber der Block ist bis auf diese Reste komplett aufgebraucht. Das war ein Block von Stamperia und zwar heißt der Sealand, ein 12x12 Block und Stamperia bedruckt auch immer sowohl die Vorder- als auch die Rückseite einseitig mit Motivpapier. Und dadurch könnt ihr halt jetzt leider nicht mehr sehen, wie der Block aussieht, aber ihr werdet das Papier gleich sehen. Und sonst schaut einfach mal bei Google nach Stamperia und Sealand, dann seht ihr, wie der Block aussieht. Ja, und daraus habe ich ein Mini-Album gemacht. Und das sieht so aus. Das ist 6x6 Inch vom schwarzen Cardstock. Und das Motivpapier ist, ich glaube, 14,8 x 14,8. Ja, was habe ich gemacht? Wie im Video von dem anderen Mini-Album habe ich erstmal schon erwähnt, habe ich erstmal die Ringgröße, also die Lochgröße verringert auf ein Achtel. Denn dann hält euer Mini-Album auch ein bisschen besser zusammen, habe ich jetzt so festgestellt. Und das werde ich auf jeden Fall nehmen für einen nächsten Urlaub am Meer. Ich habe ja auch noch das andere Travel 12x12 Album, was ich euch gezeigt habe. Also wenn es wieder mit dem Reisen losgeht, habe ich auf jeden Fall genug Mini-Alben, in denen ich meine Fotos kleben kann. Auch hier habe ich wieder mit der Acetatfolie vorne und hinten gearbeitet. Das war ein Motiv, wo dieser Spruch mit dabei war und ich fand den für die Rückseite einfach so schön, dass ich den hier eingebaut habe. Und dann sind so kleine Kärtchen mit dabei und Aufleger. Auch die habe ich wieder gelocht und hier mit eingebaut. Und das Cover sonst habe ich noch nicht gemacht, einfach weil ich, wie gesagt, noch nicht weiß, zu welchem Urlaub das wird. Aber durch dieses Kärtchen, sag ich mal, hat man, wenn man das Album von außen anguckt, ja schon so ein kleines Cover. Und das werde ich dann einfach noch anpassen, wenn da die Fotos reinkommen. Dann geht es hier rein. Ich habe noch ein ganz bisschen andere Sachen als diesen Stamperia-Block verwendet. Denn vor kurzem habe ich bei DM, die haben ja diese, auch für Scrapbooking, diese kleinen Kits mit den Kärtchen wie Project Life im Endeffekt. Und da haben sie inzwischen auch ein Reiseset. Und da habe ich ein paar Kärtchen rausgenommen und natürlich auch wieder mit ein bisschen Washi-Tape gearbeitet, was einfach von ja, überall und nirgendwo ist. Hier habe ich wieder so eine der Karten eingebaut und ihr seht, das Motiv mit dem Spruch war zweimal drin. Das habe ich als erste Seite genommen. Auch hier Action Washi Tape habe ich auch benutzt. Alle Papiere habe ich nach dem Zuschneiden außerdem mit Vintage Photo Distress Oxide oder Distress Ink, wie ihr wollt, einmal angeinkt, damit es noch ein bisschen besser zusammenpasst. Dann kommen wir hierher. Neben diesen Kärtchen waren auch ein paar Text dabei. Den hier habe ich einfach ein bisschen umgebogen mit meinem Quilling-Tool und habe daraus eine Tasche gemacht. Und da ich immer noch so ein paar Streifen übrig hatte, habe ich aus den Streifen einfach ein paar Tags gemacht. Das werdet ihr im Laufe des Albums noch öfter sehen, damit die einfach nicht weggeschmissen werden. Dann habe ich hier wieder eines dieser Kärtchen und habe das mit einem der Project Life-Karten von DM noch dekoriert, ein bisschen Washi. Und dieses Embellishment war auch in dem Set vom DM dabei. Also ich kann eigentlich nur über dieses Papier schwärmen. Ich finde es so, so klasse. Und ich habe schon mit Maike geschrieben von Fairy Mana.
die bastelt oft oder auch öfter mit Stamperia. Und ich habe schon gesagt, bei mir werden wohl in Zukunft öfter mal Stamperia-Blöcke einziehen, weil die einfach klasse sind. Dann habe ich hier einen Klappmechanismus eingebaut, wieder einen der Tags genommen und aus meinen Resten wieder einen Tag gemacht, der hier mit drin steckt. Sonst sind die Seiten ganz einfach, damit wirklich Fotos noch dazu passen. Dann geht es weiter. Auch das Möwenmotiv total schick. Eins der Kärtchen, Leuchtturm, bin ich ja auch sofort dabei. Ich meine, das Meer der Möglichkeiten heißt es, glaube ich. Ich muss mal schauen, ob ich es jetzt auf Anhieb finde. Setz die Segel, heißt es. Hier ist ja auch eines meiner absoluten Lieblingsstempelsets und das passt, würde natürlich auch super zu dem Album passen. Dann habe ich noch, ich glaube, die waren mal von Depot so Briefmarkenstempel, Stempel, Briefmarkensticker gehabt. Die habe ich hier auch einzeln mit eingebaut. Wieder vom DM so ein Element. Dann habe ich auch mit Magneten gearbeitet. Hier noch nicht. Aber ich habe auch einen Klappmechanismus nach oben gemacht. Das passt jetzt gar nicht in die Kamera, aber ich ziehe euch das mal hin. Und ja, also das Motiv ist der absolute Hammer. Und dann können wir das wieder umklappen, wieder das, so ein kleines Kärtchen dazu zum Schreiben. Dann auch die Heißluftballone. Also alles genau mein Ding. Und hier habe ich dann eine Tasche eingebaut. Wieder ein bisschen mit Washi dekoriert. Hier wieder mit den Briefmarken. Und ich habe, als ich das ausgestanzt habe, weil ich gern wollte, dass man den Spruch trotzdem weiterhin sieht, habe ich quasi den Rest aufgehoben und hier drauf geklebt, sodass, wenn das wieder hier drin ist, man den Spruch auch weiterhin lesen kann und das nicht so abgeschnitten ist. Dann habe ich die Karten auch einfach mal umgedreht, weil ich das Motiv fand ich ein bisschen passender zu den Seiten als dieses hier. Das wollte ich gern hier haben, weil sich das auch hier wiederholt in dem Anhänger. Hier habe ich dann mal ja, sowohl in zwei Tags, einmal aus den Resten und einmal aus dem Kit, als auch noch so ein kleine Project Life-Karte reingemacht. Auch der Kompass ist total cool. Also dieses Papier ist genau mein Geschmack. So, hier habe ich jetzt aber mit Magneten gearbeitet. Auch der Spruch, auch den finde ich total schön. Und zwar schiebe ich das Album jetzt extra schon mal nach unten, weil wir können das einmal nach oben aufklappen. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann können wir das Ganze auch noch mal nach rechts aufklappen. Dann sieht das so aus. Hier habe ich wieder einen Tag und so ein kleines Embellishment eingebaut. Und dann klappen wir das wieder zurück. Und hier unten ist das Ganze mit einem Magnet fixiert, sodass das nicht so hoch biegt. Also ihr seht, ihr könnt euch hier mit Mechanismen wirklich, wirklich super austoben. Auch das Motiv wieder super schick. Ich habe beim Zuschneiden einfach ein bisschen drauf geachtet, weil die Motive, die Papiere ja doppelseitig bedruckt sind. Dass wenn ich das Ganze zuschneide, dass dieser Teil quasi ein gutes Papier alleine ergibt. Wenn nicht, habe ich die Rückseite genommen. Dann haben wir hier nochmal ja, auch nochmal die Muscheln. Hier habe ich wieder mit den Briefmarken, Stickern gearbeitet. Dann haben wir hier habe ich wieder, man hört es, auch mit einem Magnet gearbeitet. Diesmal lässt sich das zur Seite aufklappen. Das Holzteilchen habe ich mal von der lieben Nicole bekommen und das wurde hier gleich mit eingebaut passend. Dann haben wir nochmal Heißluftballone, also ja. Das Papier ist wirklich, wirklich, wirklich der Knüller. Wieder das Kärtchen, ein bisschen Washi vom Action. Hier habe ich mal zum Beispiel gar nichts weitergemacht, einfach weil ich den Anker so schön fand. Wenn hier noch ein Foto hinkommt, reicht das völlig. Dann die Holzoptik. Der hier war auch in dem DM-Set mit drin. Da hat mir aber die Rückseite nicht gefallen.
weil da Flugzeuge drauf waren und die haben irgendwie so gar nicht hierzu gepasst. Und deshalb habe ich die Rückseite einfach mit Resten vom Stamperia-Papier beklebt und schon passt das hier mit rein. Nochmal ein großer Tag aus den Resten. Und dann haben wir hier nochmal einen Magnetverschluss, der sowohl nach rechts aufgeht als auch nach oben. Und hier habe ich das so gemacht, dass ich quasi einen von den 12x12 Bögen nur für diese Seite reserviert habe, sodass das Motiv eben auch ineinander übergeht. Also das, ja, ein total schönes Papier. Hier habe ich nochmal einen Tag eingebaut, sodass man hier noch was reinpacken kann. Und dann schließen wir das Ganze wieder so. Und dann sind wir auch schon auf der letzten Seite angekommen. Auch hier habe ich nochmal einen der Tags mit eingebaut. Und dann war's das. Das ist das Album, was ich gemacht habe. Ich bin total zufrieden mit dem Ergebnis. Ein total schönes Album, wie ich finde, geworden. Mit schönen Mechanismen. Und ja, wenn man das Album in der Hand hat, hat man auch ein bisschen was zum Aufklappen und Entdecken. Das finde ich immer ganz schön. Ich hoffe, euch hat diese Inspiration gefallen. Holt eure Mini-Alben-Sachen raus, bastelt euer Mini-Album. Wenn ihr euch mit einer festen Papierbindung noch nicht so sicher seid, probiert erstmal mit Buchbinderringen zu arbeiten. Das ist doch noch ein bisschen einfacher, sage ich mal. Und es ist super, um euer schönes Papier in Szene zu setzen und nicht nur im Schrank stehen zu haben und es zum Angucken und zum Streicheln. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Bleibt gesund, bastelt fleißig und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Also bis dahin. Tschüss.